die entstanden ist in einer Zeit, wo man bedenken muss, es war eine geistige Leere da. Nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, wo natürlich der Wiederaufbau wesentlich wichtiger war, verständlicherweise, hat Otto Mauer gespürt, diese Fäden gezogen, um diese verborgenen Kräfte, die unzweifelhaft vorhanden waren, um sich zusammen und ihnen die Möglichkeit und Präsentation zu geben, in dieser Galerie auszustellen. Und ich brauche Ihnen nicht erzählen, was aus diesen Künstlern geworden ist. Otto Mauer war nicht nur in Wien tätig, er hat seine Fühler ausgestreckt, dass wir echt kapieren, welche Schätze wir besitzen. Mich hat er abgewendet und wie? Der Nenning hat ein Zitat gebracht, der hat nicht gewusst, was er macht. Und ich habe es natürlich angearbeitet. Möchten Sie mich rausschmeißen, bitte? Möchten Sie mich rausschmeißen? Die gute Entfaltung avantgardistischer, innovativer Kräfte in Kunst und Wissenschaft gewesen sind. Ich glaube auch, dass das stimmt. Und wenn man die Entwicklungslinie weiterzieht von 1900 bis jetzt, dann sieht man, dass... Ich lese ein Zitat von Otto Mauer. Die Juden haben großen Einfluss auf den Kommunismus und auf den Kapitalismus. Sie spielen sich auf als Verteidiger der Humanität, während sie nichts anderes als wie ein unsittliches Volk mit einem pervertierten Ungeist sind. Sie seien zur ewigen Verdammnis verurteilt. Sie wählen immer nur das Böse. Jeder kann das Ganze studieren. Wozu? Wollen Sie mich rausschmeißen? Ganz cool bleiben, ruhig bleiben. Kunstsinniges, aber im Grunde ästhetisch-reaktionäres, bürgerliches Publikum. Das heißt also genau, und das war ja genau der Punkt, weshalb die Kunstdebatten der 20er Jahre... Mehr gewesen. Mauer hat schon in der Nazi-Zeit, wurde auch deswegen mehrmals eingesperrt und auch kurzzeitig, hat er sogar mit den eigenen schneidenden Stimme gesagt, uns, meine Damen und Herren, oder liebe Gläubige, Jesus war ein Jude und hat sich das auf der Zunge zergehen lassen zum Vertrost vieler Antisemiten katholischer und sonstiger Provenienz. Und diese Beispiele könnten also außerordentlich lang verlängert werden. Also ich habe nicht... Glauben Sie, ich habe das erfunden? Ist das aus? Einleitend, du hast die Ambivalenz nicht mehr versucht darzustellen. Und die Bischöfe von damals, da hat er sicher nicht gut gehandelt, nicht nur die Episkopen mit schneidender Stimme verurteilt und die Domherren hat er auch sich lustig gemacht. Die meisten haben sie nicht verzählt, nicht wahr? Sie sind eine neue Generation, aber nur wenn es ernst wird, und da meine ich es schon ernst, wenn es um einen krassen Antisemitismus ginge, dann muss geredet werden, dann muss das mindestens im Ansatz relativiert werden. Das möchte ich jetzt tun. Ja, der wollte mich rausschmeißen, vorher auch. Des Auditoriums. Was ist, wenn Sie ein Messer haben? Was mache ich dann? Ich ein Messer? Entschuldigung, bitte schauen Sie. Denn Valie hatte gesagt, dass er ein Ketzer ist. Ist wahr? Ja, aber natürlich. Der Valie hat er abgelehnt, natürlich. Mich hat er auch abgelehnt. Er hat ja auch intrigiert gegen die er nicht gemocht hat.